Wir werden gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir werden unterstützt von Acolono, Acquia, Tronomics, ProPeople, Knallgrau, WebShapers und Sensations. Also mein Part ist jetzt das Drupal Theming. Nachdem wir jetzt die Seite gebaut haben, wollen wir jetzt ein bisschen ein schönes Layout darum geben, ein bisschen Design. Mein Name ist Christian Ziegler, ich mache Drupal seit 2005. Nächstes Jahr habe ich 10-jähriges Jubiläum, also die Zeit vergeht schnell. Ich mache hauptsächlich Site-Building und Frontend, also das, was die Präsentation jetzt betrifft. Und ich bin stolzer Drupal Austria Obmann. Mein Einzelunternehmen war lange Zeit Sites.net und bin gerade dabei, irgendwie eine neue Firma aufzubauen mit dem Namen Acolono. Was ist das Neue in Drupal 8? Also ich habe noch gar nicht gefragt, wer überhaupt mit Drupal 7 schon Erfahrung hat hier. Und hat sich auch wer schon einmal das Drupal 7 Markup angeschaut? Also das schaut so aus. Das ist zwar, wenn man dann einige Contributed Modules installiert, wie zum Beispiel Panels und ein paar Felder hat und dann noch einen Pager und so weiter, dann kommt sowas raus. Das nennt man Divitis. Genau, darum, das ist ja das Thema jetzt bei diesem Vortrag, das Theming. Und das sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Darum, weg damit. Ja. Drupal 8 sollte in dem Fall auf jeden Fall einiges weiterbringen. Ein kurzer Überblick, was jetzt neu ist in Drupal 8 bezüglich Theming. Und zwar, es ist auch einmal mehr HTML5, also auch Drupal 7 hat schon HTML5 Elemente drinnen gehabt, aber Drupal 8 hat jetzt dann Sachen wie NAF-Elemente, Aside, Footer-Header, also typische HTML5-Elemente in Core. Es werden extensiv diese WAI-Aria-Roles verwendet. Ich glaube, man kann behaupten, dass Drupal 8 eines der besten CMS bezüglich Accessibility ist. Es gibt um vieles weniger IDs. Das ist jetzt schon so umgesetzt. Momentan sagt man so 75% weniger IDs, weil diese IDs ist eigentlich auch ein Bad Practice. Alles ist responsive von Haus aus. Alle Themes, die mitgeliefert werden von Drupal Core, sind von Haus aus responsive und mobil optimiert, mobile first. Und nicht allzuletzt gibt es auch eine neue Theme-Engine und dafür wird das die Twig-Engine verwendet. Da kommen wir noch später noch darauf hin zurück. Was ist noch neu in Drupal 8? Es gibt keine JavaScript-Library-Vorgaben mehr. Also jQuery, wie bei Drupal 7, ist grundsätzlich nicht mehr eine Abhängigkeit. Also Drupal Core, wenn man das für den anonymen User ausgibt, dann wird da überhaupt kein JavaScript mit ausgegeben, grundsätzlich mal. Und das ist ein riesen Fortschritt im Vergleich zu Drupal 7, weil Drupal 7 hat immer das Problem gehabt, dass irgendwie eine ganz alte jQuery-Version dabei war, die war erst mehrere Jahre lang in Core, und dann hat es wieder extra Module gegeben, die irgendwie jQuery-Update, die das Ganze irgendwie wieder aktualisiert haben. Das ist jetzt eigentlich, gehört der Vergangenheit an. Und mir hat auch die Freiheit, vielleicht eine andere jQuery-Library zu verwenden, wie als jQuery-Lite oder irgendwie was anderes, oder gar keine zu verwenden. Dann werden SVG-Icons verwendet für statt den PNGs, was auch zur Folge hat, dass eben kein Support mehr ist für Internet Explorer 6, 7 und hurra, auch Internet Explorer 8. Das heißt, für den SIMA ein riesen Fortschritt, er muss sich eigentlich um das nicht mehr kümmern, sofern es vielleicht irgendwie der Kunde nicht doch verlangt, dann hat man vielleicht ein Problem, aber ja, grundsätzlich ist das nicht mehr relevant. Und es gibt ein neues Core-Theme, das nennt sich Classy. Das ist erst vor kurzem hinzugekommen. Da komme ich auch gleich drauf zurück. Und es gibt auch gewisse CSS-Vorgaben, Coding-Standards, die neu sind. Da werde ich auch noch extra darauf zurückkommen. Ja, was sind eigentlich jetzt die Drupal 8 Core-Themes? Was gibt es denn da so?
Also grundsätzlich weiterhin das 7-Seam. Das 7-Seam ist das Seam für das Backend, was in Drupal mitgeliefert wird. Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen, was die Responsiveness, die Mobiloptimiertheit angeht, vor allem das Menü die Node-Edit-Form, wird alles überarbeitet. Es gibt einen eigenen Style-Guide für dieses Theme. Also da ist auch sehr viel Arbeit reingeflossen. Und nein, das Theme wird nicht umbenannt in 8, es bleibt bei dem Namen 7. Da gibt es natürlich das Batik-Theme. Das Batik-Theme ist so das Beispiel-Theme, was mitgeliefert wird für das Frontend. Da gibt es halt ein paar Farben, ein paar Styling, das mitgeliefert wird. Ist auch responsive grundsätzlich. Im Vergleich zu das Dark-Theme. Das Dark-Theme ist das Theme, das total ohne Styling mit ausgeliefert wird, sondern nur mit ganz grundlegendem Layout. Ja, das wäre eigentlich das Theme, auf dem man aufbauen kann, wenn man wirklich alles von vorne machen möchte, wenn man ein neues Theme verwendet. Und jetzt gibt es eben, das ist, glaube ich, während der DrupalCon in Amsterdam committed worden, das Classy-Theme. Das Classy-Theme ist für mich ein riesen Fortschritt, weil das Classy-Theme ist ein Base-Theme, auf das dann Serbien und Batik aufbauen und das gewisse Klassen und alle Klassen eigentlich mit reinbringt. Grundsätzlich bis jetzt war es so, dass in Drupal Core die Module irgendwie das HTML ausgegeben haben mit allen möglichen Klassen, was ihnen so eingefallen ist. Die haben einfach alles reingehaut, was ihnen so irgendwie während der Entwicklung so relevant erschienen ist. Und das ist dann auch ausgegeben worden. Und die Themes, die darauf aufbauen auf Drupal Core, haben keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie wieder rauszugeben oder war nur sehr, sehr schwer möglich, die ganzen Klassen und irgendwie diesen Overhead irgendwie wieder rauszugeben. Das kommt jetzt weg. Drupal Core wird ohne Klassen ausgeliefert werden in Zukunft. Also das ist alles noch in Entwicklung, aber es wird so sein. Und das Classy-Base-Theme wird dann diese Klassen hinzufügen. Und die sollten halt möglichst reasonable Defaults für das Markup und für die Klassen dann zur Verfügung stellen. Die Module und die Sims 7 und Batik bauen dann darauf auf und haben dann diese Klassen automatisch damit mit. Aber das Dark-Theme zum Beispiel wird direkt auf Core aufbauen. Das heißt, das Dark-Theme wird nicht nur auch kein Layout haben, kein Styling haben, sondern auch keine Klassen mitbringen. Für Leute wie zum Beispiel der Sebastian, der irgendwie das Omega-Sync gemacht hat, oder der Morten Deke, der irgendwie das Mothership-Modul Sync gemacht hat, die haben sehr viel Arbeit reinstecken müssen, dass überhaupt die ganzen Klassen und das ganze HTML, das irgendwie von Drupal Core mitgeliefert wird, dass das wieder wegkommt. Und ich glaube, das war 80% dieser Themes, dieser Base-Themes. Und das ist jetzt nicht mehr relevant. Das ist alles nicht mehr notwendig. Und das ist für mich auch ein sehr großer Schritt für ein schönes Markup in Drupal 8. Wir können uns mal kurz anschauen, wie die Ordnerstruktur ausschaut. Grundsätzlich, das ist jetzt Drupal 8, so wie Drupal 8 ausgeliefert wird. Neu für die Themes ist, dass man eigene Themes, Custom Themes, direkt in den Themes-Ordner in Drupal Root reingibt. Also meistens hat man da wahrscheinlich einen Custom-Ordner und da kann man seine eigenen Themes reingeben, weil eben die Core-Themes im Core-Ordner drinnen sind und hier ein eigener Punkt ist für Themes, wo eben dann Batik, Classy, 7 oder Stark drinnen liegen. Dasselbe übrigens auch für Module, also es gibt auch dann einen Ordner hier Module, wo man dann die Contrib-Module reingeben kann oder seine eigenen Module, die man schreibt. Es gab ein Core-Update. Jetzt haben wir den Side-Ordner. Den gibt es da auch nicht. Die Frage wäre, ob das irgendwie beim Core-Update irgendwie ein Problem verursacht. Wahrscheinlich schon, aber normalerweise, es gibt ja keinen Core-Update, mit dem man einfach von 7 auf 8 updaten kann, sondern das erfolgt durch eine Migration der Inhalte. Und das heißt, es ist gar nicht relevant, dass man einfach, es gibt keinen Upgrade-Pass von 7 auf 8 ohne irgendwie. Nein,
dass das irgendwie... Da gibt es keine Unterschiede. Zwischen 8.1 und 8.2 gibt es bezüglich dieser Ordnerstruktur keine Probleme. Also wenn man Core überschreibt, dann überschreibt man ja nur vor allem diesen Ordner. Und das andere ist dann, wird er nicht überschrieben. Genau, also der Wolfgang hat gerade irgendwie angemerkt, der Vorteil ist, dass man nur den Drupal Core Ordner austauschen muss und nicht die anderen Folder hier. Okay, Frage? Sites All kann man verwenden, wird aber eigentlich sollte man nicht mehr verwenden, weil das ja alles dann draußen im Drupal Root ist. Aber man kann aber natürlich schon hier wieder Seitenordner anlegen, weil man jetzt eine Multisite-Installation hat, dass man hier zum Beispiel mehrere Seiten hat und für jede Seite einen eigenen Ordner anlegen und dann Module, die nur für diese Subseite gelten, dann hier reingeben. Das ist schon weiterhin relevant und möglich. Ja, dann würde ich eigentlich mal herzeigen, wie man ein Theme in Drupal 8 von Grund auf erstellt. Und zwar gibt es da, also die wichtigste Datei im Drupal 8 Theme ist die Theme-Name-Info-YAML. In Drupal 8 sind die ganzen, da gibt es statt diesen Info-Dateien, die es in Drupal 7 gegeben hat, gibt es eben die Info-YAML-Dateien. Es ändert sich nicht so viel, außer dass man einen Doppelpunkt hat statt ein Gleichzeichen und ich glaube, die Kommentare macht man statt einem Strichpunkt mit einem Hash. Sonst ist eigentlich grundsätzlich das alles gleich. Man definiert natürlich immer den Teamnamen. Hier kann man hier eingeben, der Teamname ist einfach zum Beispiel ein Roadshow. Das ist das Beispielsinn, was ich dann wahrscheinlich nachher dann zum Teil erstellen werde. Man kann eine kleine Beschreibung hinzugeben. Das Package ist in dem Fall Custom, man kann aber auch beliebig benennen, das ist dann der Ordner, wo das Theme im Backend dann aufscheint. Type ist klar, es ist kein Modul, es ist ein Theme. Man kann eine Version hinzufügen und man muss kann auch die Dependency auf Drupal 8 definieren. Ja, also wir können uns das auch im Code nochmal anschauen. Ich habe da schon ein Custom-Theme angelegt, das habe ich Roadshow genannt und da gibt es eben diese Roadshow-Info-YAML-Datei, wo ich eben hier diese Infos nochmal spezifiziert habe. Und alleine mit diesen Informationen ist das Theme schon mal im System vorhanden. Ich könnte es theoretisch auch schon aktivieren. Es macht halt nichts. Also es gibt keine CSS-Dateien aus und überhaupt nichts anderes. Das nächste wäre dann im Theme, dass man Regionen definiert. Regionen haben wir eigentlich beim Site-Building schon gehört, was das ist. In Regionen kann man Blöcke, ein Seitenelement platzieren. Da gibt es auch das User-Interface dann dafür, wo man dann diese Elemente diesen Regionen zuordnet. Es gibt dann da eine kleine, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist eine von Drupal Core, kann man dann draufklicken und man sieht dann diese Regionen, wie sie auf der Seite ausgegeben werden. Es gibt eben HTML5-Regionen. Ja, der Header wäre zum Beispiel dann ein HTML5-Element-Header. Aber das sind die Regionen, Sidebar First, Content, Sidebar Second, Footer, Header, das sind die typischen Elemente, die es da so gibt und die kann ich eben auch hier im Theme in dieser YAML-Datei definieren. In dem Fall habe ich die üblichen definiert und ist dann im System vorhanden. Ich muss jetzt natürlich das Ganze dann noch im Template, wo meist Neues hinzufügt, ein neues eigene Region hinzufügt, muss man dann das im Template natürlich diese Variable dann noch hinzufügen, damit der Inhalt, den man da zuweist, auch aufscheint. Was jetzt neu ist, man kann gewisse Regionen verstecken für das User-Interface.
In dem Fall habe ich definiert, dass die Sidebar First im User Interface versteckt ist. Das heißt, man kann dann dem Redakteur oder dem Administrator auf der Webseite nicht erlauben, dass er Blockelemente dieser Region zuweist. Könnte Sinn machen, wenn es ja irgendeine Region ist, die vielleicht nur irgendwelche Elemente beinhalten soll, die zum Beispiel nur oder die nur begrenzte Elemente haben sollen, die man jetzt nicht zusätzlich ergänzt mit anderen Elementen. Ich habe da irgendwie das schon vorbereitet. Grundsätzlich muss ich da nur die Kommentare entfernen. Dann könnte man uns das auch gleich anschauen, ob die Elemente dann vorhanden sind. Eine Neuigkeit bei Drupal 7 ist übrigens auch, dass Trash, also das Leeren von Cache ist nicht mehr Trash CCOL, sondern Trash CR, das ist der Kürzel für Trash Cache Rebuild. Ja, das ist jetzt momentan ein Beispiel, Drupal 8 Installation mit dem Stark-Theme. Das Stark-Theme, aber ohne auch dieses Layout, ohne irgendwer CSS definiert, weil wir haben in diesem Theme noch gar kein CSS definiert. Die Regionen müssten aber schon vorhanden sein, das könnte man nur geschwind schauen. Und zwar in Struktur. Gibt es dann eben dieses Block Layout, User Interface, und da kann man dann die Blöcke den Regionen zuweisen. Das haben wir grundsätzlich eh schon gesehen, muss ich jetzt wahrscheinlich eh nicht herzeigen. Die Seite ist auch ein bisschen langsam momentan auf meinem System. Hier Block Layout. Und wenn ich da jetzt irgendwas habe, dann habe ich hier zum Beispiel Content Footer, Content Header, das sind Elemente, die ich jetzt neu hinzugefügt habe in dieser Region und kann dann hier Blockelemente dann zuweisen. Vielleicht können wir uns noch kurz anschauen, wie diese Regionen dann im Template ausgegeben werden. Grundsätzlich werde ich auf diese Templates später nochmal extra eingehen, aber wir können hier nochmal, gibt in diesem HTML Tweak Page Templates gibt es dann eben diese Elemente wie Sidebar First. Das ist eben so eine Region-Variable, die hier ausgegeben wird. Und wenn ich jetzt eine neue Region erstelle, dann habe ich diese Variable dann zur Verfügung und kann hier dann das HTML, das dazugewiesen wird, im Template ausgeben. Komme ich aber später nochmal extra zu diesen Templates. Ja, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist CSS. Wie definiere ich CSS-Dateien? Wie binde ich das in das Theme ein? Ganz einfach, es gibt da Style-Sheets, dann gibt es die Untergruppe, es ist der Media-Type, also wenn man sich CSS in HTML eingebunden wird, ansieht, da gibt es irgendwie die Media ist gleich All, Media ist gleich Print. Das sind diese Elemente hier, also in dem Fall habe ich definiert, dass für Media All es drei CSS-Dateien gibt, die eingebunden werden sollen und für Media Type Print eben nur der Print-CSS eingegeben wird. Hier auch wieder. Und eine Neuerung, auf das ich dann später noch zurückkommen werde, ist dann, man kann auch Style-Sheets verstecken, löschen. Also es wird vorhandene Style-Sheets, die von Drupal Core mit ausgegeben werden, kann man dann wieder entfernen. Und das ist auch eine wirklich große Sache, das in Drupal 7 zum Beispiel auch sehr schwer möglich war. Es hat eine Riesenlatte von CSS-Files gegeben, die mit eingebunden wurden von Drupal Core und man hat die nicht mehr rausgebracht aus dem System. Und da gibt es jetzt eben dieses Style Sheets Remove.
Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel auskommentiere, dann wird eben diese Normalize CSS, die von Tuple Core mitgegeben wird, entfernt. Also wenn ich mein Theme aktiviere, dann wird diese Normalize CSS nicht eingebunden. Genauso gibt es eben auch das Style Sheets Oberbreit. Style Sheets Oberbreit heißt einfach, dass ich diese Normalized CSS in dem Fall als Beispiel in meinem Theme selber überschreibe. Also ich habe in meinem Theme selber eine Normalized CSS und möchte damit die Core Normalized CSS überschreiben. Und das ist egal, wo die drin liegt, es wird automatisch erkannt und inkludiert. Ja, hier haben wir das nochmal in Übersicht. Das wäre eigentlich das mit dem CSS. Wir könnten nochmal nachschauen, ob das jetzt grundsätzlich funktioniert hat. Also wenn ich jetzt speichere, wieder Cache cleare, dann müssten diese CSS-Dateien dann im System ausgegeben werden. Wobei diese CSS-Dateien momentan bei mir jetzt noch leer sind, also das ist eigentlich nur ein Beispiel. Bis auf das Layout-CSS, da habe ich das Layout-CSS von Stark übernommen. Also es müsste zumindest ein grundsätzliches Layout dann vorhanden sein, wenn das Ganze ausgegeben wird. Schauen wir, ob das funktioniert. Cache Clear ist durchgelaufen. So, man sieht, es ist von ein bisschen ein Layout vorhanden, zumindest der Content ist nicht mehr in einer Linie, sondern ist irgendwie aligned. Wenn man sich das Seitenquelltext sich anschauen, dann sieht man, dass da hier Layout CSS, Base CSS und Components CSS hier ausgegeben wird. Ja. Das nächste wären dann JavaScript-Files. JavaScript-Files funktionieren ein bisschen anders. Da gibt es eine eigene YAML-File, die man anlegen muss. Und zwar ist das die theme-name.libraries.yaml. Hier kann man dann unterschiedliche eigene Libraries definieren, mehr oder weniger. Ich definiere eine Base-Library für mich und sage, das ist die Version 1.x. Und in dieser Library möchte ich meine Custom-JavaScript-Datei einbinden. Die Custom-JavaScript-Datei habe ich dann wieder in einem JavaScript-Ordner drinnen und da ist ein bisschen JavaScript, das dann ausgeführt werden soll. Und die Dependencies, also wie gesagt, grundsätzlich wird kein JavaScript von Drupal Core ausgegeben. Ich kann aber hier Dependencies definieren. In dem Fall sage ich, dass die Drupal JavaScript Core Behaviors ausgeführt werden sollen, vorhanden sein sollen. Ich erstelle eine Dependency auf jQuery, das heißt auch jQuery soll mit ausgegeben werden, und zwar Drupal Core jQuery und dann noch eine jQuery Library namens jQuery Bones. Und wenn ich das hier jetzt in dieser Libraries, Roadshow Libraries YAML Datei definiere, so wie hier gemacht, also das ist der obere Teil hier, dann wird eben das hier ausgegeben. Und jetzt einmal speichern. Und wenn das alles geklappt hat, müsste dann Drupal eben die jQuery Library ausgeben, das Custom JavaScript ausgeben, das ich da angegeben habe. Wobei, eins habe ich noch vergessen, und zwar muss man diese Base Library natürlich auch noch in der Info-YAML-Datei
aktivieren. Das heißt, ich gebe hier an in der InfoYAML-Datei, ich soll die Roadshow Base Library, die ich in dieser anderen Datei definiert habe, ausgegeben werden. Das heißt, ich definiere hier in dieser Libraries YAML-Datei meine JavaScript-Library, in dem Fall Base, und in der InfoYAML-Datei sage ich dann, diese Library soll wirklich konkret ausgegeben werden. Ja, Frage? Was ist die Klammer? Die geschwungene Klammer, wo? Ja. Also ja, ich glaube, das ist einfach, weiß ich nicht genau, da kann man, glaube ich, noch irgendwelche Argumente weitergeben, aber bin ich auch überfragt. Die muss dabei sein. Die muss dabei sein, ja. So, also wenn wir jetzt hier das Seitenquelltext anschauen, dann müsste hier jQuery ausgegeben werden und auch weitere Elemente. In dem Fall ist halt das Admin aktiv, das heißt, es wird sowieso ausgegeben. Das Ganze dann nochmal extra anschauen mit einem anonymen User und dann sehe ich aber auch, dass das Ganze ausgegeben wird. Ja. Das heißt, jQuery wird mitgeladen, wenn ich das abgelegt habe, wenn ich die ganzen Abinfektionen habe, die gefunden habe, ich es gar nicht. Das heißt, ich muss es nur mitladen. Genau. Also die Frage war, ob jQuery für den, im Frontend, also im Backend, immer mitgeladen wird und im Frontend zum Beispiel standardmäßig nicht. Ja, es ist genauso. Also wenn ich eingeloggt bin als Administrator, dann habe ich ja diese Administration-Bar, das Menübar, und dafür zum Beispiel wird der jQuery gebraucht. Das ist ein eigenes Modul und da gibt es diese Dependency drinnen, das heißt, jQuery wird dann ausgegeben. Sobald ich mich aber zum Beispiel auslogge und diese Administration-Bar nicht mehr habe, bin ich nur mein Frontend und dann wird eben kein, von Haus aus kein jQuery mehr ausgegeben. Ich muss es dann extra definieren im Scene. Ja, und ich kann auch ganze externe Libraries inkludieren. In dem Fall habe ich das Beispiel FlexLiler genommen. Da gibt es halt, das ist auch wieder eine, genauso wie Base, in dem Fall nenne ich das Ganze FlexLiler, kann eine Version definieren. Man muss irgendwie, also meiner Erfahrung nach, muss man auch eine License angeben. Also ich habe das einmal ohne probiert, hat das nicht funktioniert. In dem Fall ist es die GPL2 License. Kann auch irgendwie weitere Dinge definieren, wie wo ist diese License und ist die überhaupt GPL-kompatibel. Aber wichtiger ist eben auch die Remote, wo kann ich diese externe Library grundsätzlich finden, in dem Fall der URL zu FlexLiler auf GitHub. Und welche JavaScript- und CSS-Dateien brauche ich überhaupt? In dem Fall ist es eben die jQuery FlexLider Min JavaScript-Datei, die ich einbinden möchte, und eine CSS-Datei namens FlexLider CSS. Da gehört noch zwei Space-Elemente hier rein. Und wiederum kann ich dann Dependencies definieren, wie zum Beispiel jQuery. Man sieht irgendwie in dieser Folderstruktur, dass ich diese Library schon runtergeladen habe. Also ich habe diese Library in Drupal Root, Lib, FlexLider platziert und habe hier eben diese jQuery FlexLider JavaScript-Dateien und das CSS bereits vorhanden. Und genau dieser Pfad wird hier angegeben. Wenn wir uns das auch nochmal anschauen, das habe ich davor hier gehabt. Genau. Also das ist eigentlich das nochmal alles. Das gebe ich auch wieder in diese Roadshow-Libraries-YAML-Datei hinein. Speichere und muss dann das Ganze wieder in meinem Theme in der InfoYAML-Datei aktivieren. Und das ist dann eigentlich alles. Sobald ich das gemacht habe, wird dann die FlexLider-Library geladen. Natürlich muss ich dann im Falle von FlexLider
noch diese Library mit JavaScript einem DOM-Element zuweisen. Das kann ich dann zum Beispiel machen, indem ich in meiner Custom-JavaScript-Datei dann sowas in der Art definiere. Und damit habe ich eigentlich einen funktionierenden Flex-Slider in meinem Sim vorhanden. Ja, das war jetzt eigentlich das Wichtigste, wie man ein neues Sim komplett neu erstellt. Es gibt aber dann noch die Möglichkeit, irgendwie auf einem Base-Sim aufzubauen. Wenn ich auf einem Base-Sim aufbaue, wie zum Beispiel eben das Klasse-Sim, das ich vorher angesprochen habe, dann kann ich einfach nur in dieser Info-YAML-Datei eben das Base-Sim definieren. Und dann werden alle CSS-Dateien, alle Dinge, die in diesem Base-Sim definiert sind, vorhergeladen und mein Sim überschreibt dann nur wichtige Dinge, die ich überschreiben möchte. Das macht oft Sinn, wenn man irgendwie seine eigenen CSS-Dateien, die man auf jeder Seite braucht, in einen eigenen Base-Sim irgendwie bündelt und dann für jeden Kunden, wo man nur kleine Elemente, kleine CSS-Dateien anpasst, dann ein eigenes Child-Team anlegt, das irgendwie auf diesem Base-Sim dann basiert. Das Sub-Sim überschreibt eben das Base-Sim und das funktioniert übrigens auch mit den ganzen Style-Sheets Remove und Style-Sheets Overwrite. Wer sich die Regeln genau anschauen möchte, kann sich das anschauen, diesen Link hier anschauen. Grundsätzlich, ja, muss ich das nicht weiter erklären, es funktioniert so, wie man sich das erwartet. Ja, dann würde ich weitergehen zu den Breakpoints. Breakpoints haben wir eigentlich heute schon mal gehört, glaube ich, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Begriff Breakpoint ist eben ein Begriff. Breakpoint ist nichts anderes wie eine Media-Query, die ein Label hat und eine Bezeichnung hat und die ich dann öfters verwenden kann. Und ich kann, das ist neu in Drupal 8, ich kann Breakpoints im Sim mitliefern. In Drupal 8 muss ich sogar Breakpoints im Sim oder in einem Modul definieren. Es gibt da kein User-Interface bis jetzt. Es wird wahrscheinlich irgendein ein Contributed Module irgendwann einmal rauskommen, dass da ein User-Interface bietet, aber bis jetzt muss man das im Sim oder in einem Modul definieren, damit man das dann zur Verfügung hat. Und zwar gibt es dazu eine Datei namens Sim-Name Breakpoints-YAML-Datei, und hier definiere ich meine Breakpoints. In dem Fall habe ich zwei Breakpoints, einmal Mobile und einmal Narrow. Breakpoints kann man grundsätzlich in Gruppen anlegen und in dem Fall habe ich dann eben den Sim-Name als Gruppe. Das ist auch im User-Interface dann, wenn ich die Breakpoints verwenden möchte, dann ersichtlich. Ich kann ein Label definieren, die Media-Query selber. In dem Fall all min bis 84, max bis 59. Und ich kann die Sortierung anordnen und auch Multipliers definieren. Wie zum Beispiel, dass ich diesen Breakpoint Narrow habe ich dann in dreifacher Ausführung. Einmal normal, einmal für 1,5. Das 1,5-fache und einmal für das Zweifache für Mac Retina Displays zum Beispiel. Das habe ich hier auch schon mal angelegt, diese Datei. Und wenn man dann im User Interface verwendet das zum Beispiel das Responsive Images Modul. Das Responsive Images Modul ist in Drupal Core enthalten ist eine Möglichkeit, irgendwie adaptive Images auszugeben. Und bei diesem Responsive Images Modul brauche ich Breakpoints, damit ich Image Styles gewissen Media Queries zuordnen kann. Also gibt es ein gewisses Mapping. Da kann ich definieren, in der mobilen Ansicht meiner Webseite soll der Image Style zum Beispiel Small ausgegeben werden. Und auf der Desktop-Ansicht meiner Webseite soll der Image-Style weit
ausgegeben werden. Und dieses Modul habe ich jetzt schon aktiviert und kann hier dann so ein Mapping definieren. In dem Fall nenne ich einfach dieses Mapping Roadshow und kann dann eben die Gruppe aussuchen, das ich vorher schon definiert habe in meiner YAML-Datei. In dem Fall ist es die Roadshow-Gruppe, weil das aus Sim auch so heißt. Speichere das ab. Und zwar kann ich dann, habe ich diese drei Breakpoints zur Verfügung, die wir vorher definiert haben. Man kann dann Image-Styles im System zuordnen. Der mobilen Breakpoint gebe ich zum Beispiel Thumbnail und dem Wide-Breakpoint gebe ich dann, keine Ahnung, Large. Bitte? Kann man Blöcke oder Regionen auch unterschiedlich ausgeben für Mobile oder Desktop? Nicht mehr. Also ist die Frage war, ob man Blöcke und Regionen unterschiedlich, also Breakpoint spezifisch ausgeben kann. Also nicht meines Wissens in Drupal Core. Ja, man kann das dann. Nein, glaube nicht. Also bin ich jetzt darüber überfragt? Nein, glaube ich nicht. Ja, in diesem Fall war eben die Breakpoint-Gruppe dem Teamnamen zugeordnet. Es gibt hier noch kein UI in Drupal Core, haben wir schon alles besprochen. Was man vielleicht aufpassen muss, ist eben ungleich zu dem SAS-Breakpoints-Modul. Im SIEM kann man ja auch ähnliche Breakpoints definieren und das ist wieder was total anderes. Wäre vielleicht gut, wenn das man das vielleicht irgendwann einmal miteinander kombinieren kann, aber momentan noch nicht der Fall. Und es gibt eine DrupalCon Amsterdam Session, die sich ganz diesem Thema Breakpoints widmet und das Ganze im Detail angeht. Wie nochmal? Kann man CSS alleine verwenden, ohne diese Prequels? Die Frage war, ob man CSS ohne Breakpoints verwenden kann? Ohne SAS. Ohne SAS? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Also, Drupal Core verwendet kein SAS. Also, in Drupal Core wird kein SAS mit ausgeliefert. Aber ja, man hat volle Freiheiten, man kann verwenden, was man möchte. Man kann LESS verwenden, SAS verwenden oder einfach nur CSS-Dateien. Ja, Image Styles. Danke. Okay, Image Styles. Also eine Neuigkeit in Drupal 8 ist auch, dass man Image Styles im SIEM mitliefern kann. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Also, weil meistens ist ja das Layout und das Design an Image Styles gekoppelt. Und ich kann jetzt in Drupal 8 Image-Styles im SIEM mitliefern. Das wirklich durch das Drupal 8 Configuration Management System, das wir vorher schon gehört haben. Und zwar gibt es da eine Datei, die ich in dem Config Install Ordner anlegen muss. Und ich kann zum Beispiel eine Image-Style-Konfiguration exportieren, wie wir es vorher schon gesehen haben, in diesen Ordner reingeben und wenn ich dann das SIEM installiere, wird dieses Image-Style im System übernommen. Das ist so ein Beispiel für einen Export eines Image-Styles. Das heißt, leider mobile, hat zum Beispiel den Effekt, dass die Breite auf 480 Pixel begrenzt ist. Muss man sich nicht näher anschauen, es ist einfach nur Exportcode. Das gebe ich immer in diese Datei, die auch beim Export irgendwie definiert wird. Und kopiere das im SIEM in der Config Install. Hier habe ich dann diese Datei nochmal drinnen. Und sobald ich das hier drinnen habe,
und ich installiere das SIEM neu, dann wird das im System übernommen. Werde ich jetzt nicht machen, weil wir schon ein bisschen hinten sind in der Zeit, aber grundsätzlich muss man dafür, das ist wichtig, dass ein vorhandenes SIEM ist, das aktiv ist, zuerst einmal deaktivieren, deinstallieren und neu installieren, damit das relevant ist, damit das relevant wird. Das heißt, ich glaube, man kann ja von der Oberfläche beim CMI die Konfiguration aus den Dateien in die Datenbank übernehmen. Das heißt, die werden da noch gar nicht mit einlesen. Dafür muss man es neu installieren. Ich glaube, das ist jetzt richtig verstanden. Die Frage war, ob. Die habe ich nicht ganz verstanden. Beim CMI? Ja. Siehst du dann den Unterschied zwischen Datenbank und Dateien, Config-Dateien? Ja. Da kann man ja dann auf die Config-Dateien zurückstellen. Ja. Wird da dieser Ordner nicht berücksichtigt, so dass, wie du es gesagt hast, deinstallieren und neu installieren muss, dass das eine kommt? Ja, die Frage war, ob da beim Content Configuration User Interface, da kann man ja die Werte übernehmen vom von der, die festgelegt sind in den, im Filesystem und ob da dieser File, dieses File, das wir im SIEM angelegt haben, auch übernommen wird. Bin ich überfragt, aber ich glaube nicht. Müssen wir jemanden fragen, der sich mit dem ganzen Konfigurationsmanagement genau auskennt. Ja, was auch wichtig ist in Drupal 8 ist das Debugging. Weil zum Beispiel ist ein Haus aus, das JavaScript und das CSS aggregiert. Das heißt, wenn ich mal die Seite installiere und anschaue, dann hat man nur eine oder zwei JavaScript-Dateien und mehrere CSS-Dateien. Und das ist natürlich fürs Debugging super optimal. Und das gibt's, muss man deaktivieren, kann man leider nicht über das Benutzeroberfläche, muss man auch in den Files machen. Und dafür muss ich einfach diese Example Settings Local PHP in den Seitenordner kopieren und dann in der Settings PHP diesen Code hier einfach einkommentieren. Das kann ich ganz auf die Schnelle herzeigen. Also ich habe hier mein Seitenordner Default. Hier habe ich eben diese Example Settings Local PHP reinkopiert, in Settings Local PHP. Da habe ich dann eben diese Variablen gesetzt, dass eben diese Aggregation ausgeschaltet ist. Und in der Settings PHP ist eben dieser Code hier nicht auskommentiert. Das heißt, die Aggregation wird nicht ausgeführt. Dann ist natürlich ein großer Tipp, das Devel-Modul zu installieren. Was neu in Drupal 8 damit mitkommt, ist das Kind-Modul. Das Kind-Modul ist eine Alternative zu Krumo. Wer Krumo kennt, das ist einfach eine Möglichkeit, Daten irgendwie sich genauer anzuschauen. Man hat dann irgendwie in der Oberfläche dann diese Datenstruktur, kann sich dann durchklicken, diese Hierarchie und genau schauen, wie schaut eine Datenstruktur aus, die ich gerade irgendwie bearbeite. Und das mache ich, indem ich dann in meinem Template-Ordner zum Beispiel ausgebe, Kind dollar Data. In dem Fall möchte ich dann mir anschauen, wie diese dollar Data-Variable genau aufgebaut ist. Das können wir auch noch kurz ausprobieren, damit man das auch sieht. Ich habe dann schon ein paar Templates hinzugefügt in meinem SIEM, unter anderem das Page-Template. Und da gibt es eben dieses, wenn ich da eben dieses Kind-Page definiere und dann die Seite aufrufe, müsste dann das die Page-Variable in dem Fall dann aufstellen als strukturierte Daten und ich kann dann mir anschauen, wie dieses
Array, diese Dateistruktur aufgebaut ist. Das ist eben dann die Ausgabe, die ich hier habe und kann mir dann anschauen, wie dieses Page-Array, diese Datenstruktur aufgebaut ist. In dem Fall habe ich eben dann auch so Elemente wie Header, Content, Sidebar First, das sind dann eben diese Regionen nochmal als Variablen, die ich dann auch ausgeben kann im Template. Für das Template-Debugging gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also Twig hat da eine nette Sache dabei. Man kann einfach in der Services-YAML-Datei, das ist auch wieder im Seitenordner definiert, bei Twig config debug true stellen. Und dann habe ich im HTML Debugging-Code vorhanden. Und da sehe ich genau, welches HTML wird von welchem Template irgendwie definiert. Das ist auch sehr, sehr praktisch. In dem Fall zum Beispiel weiß ich, dieser Code hier, dieses HTML hier, wird von der Page-HTML-Twig-Template definiert. Und ich habe alternative Möglichkeiten, welche Files ich, also wie ich dieses Template nochmal überschreiben könnte. Und ich sehe auch genau, wo dieses Template liegt. Also das ist sehr, sehr praktisch, wenn man wissen möchte, woher kommt eigentlich dieses HTML, wo wird das definiert im System. Ja, was auch ganz praktisch ist, in Drupal Core gibt es Elemente wie, gibt es eine Unterstützung für ESLint. ESLint ist ein Node.js-Modul und dieses Node.js-Modul überprüft das JavaScript auf Fehler und Coding-Style. Hat den Sinn, dass man eben möglichst schönes JavaScript hat und dass auch die Komprimierung wirklich gut funktioniert. Dafür gibt es eine ESLint-RC-Datei in Drupal Core, wo die ganzen Regeln dafür definiert sind. Diese Regeln, also diese Datei ist hier in Drupal Root definiert und hier sind ein paar Regeln. Die Regeln definieren eigentlich, wie das JavaScript ausschauen muss, kann man auch selber ergänzen, wenn man möchte. Und wenn ich das Ganze installiert habe auf meinem System, brauche ich einfach nur ESLint eingeben in meinen Editor und bekomme dann die Infos, ob irgendwas nicht passt. In dem Fall passt alles, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Theme zum Beispiel das, wenn ich hier in meinem JavaScript irgendwas ändere und dann das nochmal ausführe, dann müsste er hier einen Fehler ausgeben, genau, und dann sagt er mir, es fehlt hier ein Strichpunkt. Dasselbe gibt es auch für das CSS. Das heißt dann CSS-Lint, funktioniert auf demselben Prinzip. Ja, es gibt auch Unterstützung für diese CSS-Lint und ESS-Lint für alle möglichen Editoren, wie PHP-Storm. Es gibt auch Gulp und Gantt-Task dafür, also man kann es dann einbinden, wie man möchte. Ja, eine Neuigkeit bei Drupal 8 sind auch die Coding-Standards. Und da möchte ich vor allem auf zwei Neuigkeiten hinweisen. Und zwar gibt es Coding-Standards oder Vorgaben bezüglich der CSS-Struktur. Und zwar in dem Fall SMAX. SMAX steht für Scalable Modular Architecture. Es ist eigentlich ein System für die Organisation und Kategorisierung der CSS-Regeln. Und es schaut so aus, dass man grundsätzlich eine Base CSS-File hat, wo man eigentlich nur die wichtigsten Sachen definiert, die mal grundsätzlich mal definiert sein sollen. Typischerweise hat man die Sachen drin wie Normalized CSS, wo man alles auf 0 stellt oder die Font-Size einmal auf 10 Pixel reduziert, damit man immer mal ein schönes System hat, mit dem man arbeiten kann. Dann gibt es eben das Layout-CSS, wo man dann das grundsätzliche Layout der Seite definiert, wie ist die Sidebar, wie breit ist die Sidebar, wie breit ist der Content und dann gibt es diese Components CSS, wo man dann so eigene Seitenelemente wie zum Beispiel einen Teaser oder ein Suchformular, wie das dann definiert ist, macht man dann in Components CSS. Das sind eigentlich die drei wichtigsten CSS-Dateien, Folder-Strukturen, die man dann so hat in SMAX. Da gibt es dann auch zusätzlich States und Theme. States wäre dann zum Beispiel irgendein Status, wie zum Beispiel ist small oder ist big und Theme wäre irgendwie eigentlich
nur Überschreibungen von irgendwelchen Farben, die man dann nochmal für seine Komponenten überschreiben möchte. Die letzten zwei sind nicht so wichtig, könnte man theoretisch auch in die Komponenten hinzufügen, wenn man möchte. Bei kleinen Projekten finde ich das sinnvoller, aber grundsätzlich hat man diese fünf CSS-Dateien in einer SMEX-Architektur. Dasselbe gibt es auch für CSS-Klassen. Bei CSS-Klassen wird die BEM-Architektur verwendet. BEM steht für Block Element Modifier. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Namenskonvention für CSS-Klassen. Das schaut dann so aus, dass man hat Block Element Modifier, wobei Block eben so eine Komponente wäre, wie zum Beispiel ein Teaser-Element. Element ist dann ein Sub-Element davon, wie zum Beispiel der Titel, und Modifier ist einfach eine Variante dieses Elementes. Das ist ein Beispiel dafür. In dem Fall habe ich einen Block definiert, der heißt Kontakt, wie zum Beispiel ein kleines Kontaktformular auf der Startseite. Ich habe die Variante Contact Small, also das ist eine kleine Ausprägung dieses Blocks. Und ich habe die Elemente Contact Title und Contact Form als Superelemente. Und die Klassen sind so, die Namenskonvention ist so definiert, dass eine Variante eben mit Doppel-Dash, Doppelstrich und ein Element mit Doppel-Underscore definiert ist. Der große Vorteil von dem Ganzen ist, dass man einfach dass man wirklich dieses Element zum Beispiel direkt ansprechen kann mit einem CSS-Select. Da muss man immer nicht irgendwie eine lange Liste von CSS-Selektoren, body.content.contact.title, sondern man kann einfach nur angeben contact_title und dann das CSS reingeben. Und damit wird das CSS um einiges schöner und reiner und kann viel modularer. Ja, gibt es mehr Infos, wenn man sich das anschauen möchte? Frage? Wie kann man auf alle was zugreifen? Die Frage war, wie kann man auf alle Titel zugreifen? In Bezug auf BEM kann man das, wenn man zum Beispiel ein eigenes Blockelement für Title macht, ja, dann hätte zum Beispiel Title ist dann ein eigenes Blockelement und man kann dann irgendwie auf alle zugreifen, aber grundsätzlich gibt es einfach da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich das Ganze organisiert. Macht vielleicht manchmal auch nicht wirklich Sinn, ja, es kommt davon. Es gibt dann eben auch in dieser Base CSS die Möglichkeit, hat man normalerweise diese H1 bis H3, H5 und so weiter, wo man grundsätzlich mal die Standard-CSS definiert, wie zum Beispiel schaut ein H1 aus, wie schaut ein H2, H3 aus. Und damit ist eigentlich das Grundlegende mal vorhanden. Also ein Title in so einem Blockelement wird dann schon halbwegs ausschauen. Und wenn ich dann nochmal irgendwie was drüber brauche, dann kann ich eben so entweder ein Superelement verwenden oder ein eigenes Blockelement. Ja, eine große Sache bei Drupal 8 sind auch eben auch die Templates, die das mit der Twig-Engine funktionieren. Eine wichtige Sache hier, es gibt in Drupal 8 keine Theming-Functions mehr. Drupal 7 hat eben Theming-Functions gehabt und Templates. Und in Drupal 8 gibt es überhaupt keine Theming-Functions mehr, es wird alles nur über Templates geregelt, was ein großer Vorteil ist, wenn man konsistenter ist und man weiß sofort, wo finde ich meinen Code. Twig ist eine, wer es nicht kennt, eine moderne, schnelle und flexible PHP-Template-Engine. Wird von Symfony, ist in Symfony-Framework enthalten und von Sensio Labs weiterentwickelt und ersetzt eben die PHP-Template-Engine in Drupal 8. Vorteil ist vor allem mal mehr Sicherheit. Ich kann damit nämlich kein PHP mehr in den Templates ausführen. Das haben viele Anfänger immer oft einen Fehler gemacht, also sie schreiben irgendwelche PHP-Code in meinen Templates rein, weil es einfach ist und schnell ist, aber es ist einfach ein Security-Issue. Ich kann zum Beispiel sowas hier nicht mehr ausführen in meinen Templates. Ja. Das heißt, viel mehr Sicherheit. Auch Sicherheit, was der Ausgabe der Variablen angeht. In,
In den Twig-Templates ist alles automatisch auto-escaped. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass da kein Schadcode irgendwie ausgegeben wird. Das war in Drupal 7 auch nicht der Fall. In Drupal 7 hat man wissen müssen, ob jetzt der $Title-Variable schon escaped wurde irgendwo oder ja, das hat man irgendwie ahnen müssen, ja, als Thema. Und da kann man sich jetzt darauf verlassen, dass alles, was man hier ausgibt, sicher ist. Es gibt keine Mischung zwischen Logik und Darstellung. Es ist eine konsistente und einfache Syntax und eine Vereinfachung von den Sima. Es gibt auch eine sehr gute Dokumentation von Scienzio Labs über das Ganze. Und nicht allzuletzt gibt, war das eine Chance, also der Umstieg auf Twig für einen kompletten Neustart des Siming-Systems in Drupal. Weil das hat grundsätzlich mal so ungefähr ausgeschaut, das ist halbwegs komplex, das ist jetzt nicht mehr relevant, sondern das ist irgendwie alles ist neu gemacht und schön. Ja. Und wie arbeitet man mit Twig? Grundsätzlich Variablen gibt man aus mit geschwungenen Klammern, ganz einfach, und Comments mit einer geschwungenen Klammer und Hash. Man kann dann, das ist auch eine schöne Sache, man kann in diesen Datenstrukturen kann man sich hineinarbeiten, indem man einfach einen Punkt macht. Zum Beispiel in dem Fall habe ich ein Item, da nehme ich den das erste Element und dann das Ref-Element. In Drupal 7 habe ich dann wieder irgendwie irgendeine Tat hier eine Array-Struktur gehabt, wo ich irgendwie irrsinnig komplex arbeiten habe müssen. Und so habe ich kann ich einfach irgendwie reintrillen in die Variable und irgendwie Hierarchien abbilden. Es gibt sowas wie Filter. Ich kann also die Variable, bevor es ausgegeben wird, durch einen Filter jagen, wie zum Beispiel die T-Function. T-Function, wer das nicht kennt, das ist die Translate-Function. Wenn ich eine Variable damit ausgebe, dann wird sie übersetzt. In dem Fall zum Beispiel, wenn ich sage String Filter T, dann wird das wahrscheinlich, wenn es übersetzt ist, als Faden in Deutsch ausgegeben werden. Ich kann auch if-else-Schleifen machen. Das funktioniert eben mit diesen Prozentzeichen, if foo, end if. Und ich kann auch Loops machen. For item in Navigation, item ref wird dann ausgegeben oder item caption. Und wenn ich beide haben möchte, value und key, dann definiere ich for value, / key in items, kann ich key und value ausgeben. Ja? Grundsätzlich gibt es eine Dokumentation in jedem Template, wo oben die ganzen Variablen ausgeliefert werden. Dann gibt es immer noch diese Dump-Function, wo man damit kann man mal auch. Das funktioniert weiterhin. Es gibt eben dieses Kind, Kumo, mit dem kann man dann auch nochmal sich diese Variablen genauer durchschauen. Was auch interessant ist bei den Loop-Schleifen, ich habe dann solche Variablen zur Verfügung wie. Was ist das erste Element einer Schleife? Was ist das letzte Element einer Schleife? Wie viele Elemente gibt es eigentlich in dieser Schleife? Man kann dann ausgehend von diesen Dateien unterschiedliche Klassen zum Beispiel ausgeben, wie zum Beispiel Class ist gleich Last für das letzte Element. Wie hier zum Beispiel als Beispiel. Ich kann auch Variablen setzen im Template. Ich kann zum Beispiel sagen, foo ist gleich bar und wenn ich dann diese Variable ausgebe, gibt es bar aus. Und ein Beispiel für Mehrsprachigkeit gibt es noch durch die Trans-Variable. Also ich kann dann hier dieses Element in einen Trans-Block reingeben und dann wird alles übersetzt, automatisch übersetzt, bis auf zum Beispiel Date, das irgendwie mit diesem Filterpass so gefiltert wird. Ja, wenn man sich das genauer anschauen möchte, dann kann man sich das Menu-Template anschauen. Das ist nämlich auch eine große Sache in Drupal 8. Alles HTML im Menü ist nur mehr ein Template. Also das war in Drupal 7 auch extrem furchtbar, wenn man irgendein HTML verändern wollte im Menü, weil es irgendwie tausende Siming-Functions waren in unterschiedlichen Modulen. Das ist jetzt nur mehr ein Template und man kann das schön und einfach bearbeiten. Ja, Conclusio, also es hat sich sehr viel getan. Ich bin im Siming-System von Drupal 8 und ich bin eigentlich wirklich beeindruckt und
Mir taugt es eigentlich ziemlich und freue mich eigentlich schon auf die nächsten großen Projekte mit Drupal 8. Ich habe dann noch ein paar weiterführende Links und Quellen hier definiert. Also ich werde die Präsentation auf jeden Fall noch irgendwie verlinken, kann man sich das genauer anschauen. Danke.